Hallihallo, der Jan, und willkommen zu Tag 2 unserer 20 Jahre Sennheiser Evolution Mikrofonwoche, bei der wir jeden Tag ein neues Sennheiser Evolution Mikrofon verlosen. Bevor wir dazu kommen, noch ein paar Worte zur Sennheiser Evolution Serie, die ja, wie man sich bei 20 Jahren denken kann, 1998 mit den ersten Modellen auf den Markt kam. Die Idee dahinter von Sennheiser war, dass man auch für kleineres Budget einfach richtig anständige Mikrofone, die A, richtig solide sein sollten und B, richtig gute Sounds abliefern sollten, rausbringen wollte. Kann man jetzt rückblickend sagen, hat ganz gut funktioniert. Schließlich sind die Sachen größtenteils unverändert, seit 20 Jahren immer noch auf dem Markt. Ja, nach 98 ging es dann auch schnell weiter. 99 kamen so die ersten Funkmodelle, auch für zum damaligen Zeitpunkt, heute schwer vorstellbar, gab es ja nicht so viel Auswahl für Musiker, die nicht so viel Geld hatten, sich mal ein anständiges Funksystem zu besorgen. Und für die Leute, die doch noch mehr Ansprüche an den Sound haben und weniger auf ihren Geldbeutel achten, kamen dann ab 2003 auch Modelle aus der 900er-Serie, wo dann jetzt weniger auf den wirklich niedrigsten Preis geachtet wurde, sondern mehr auf beste Performance. Ja, soweit ein kleiner Überblick über ein bisschen Geschichtliches aus der Sennheiser Evolution-Reihe. 900er-Serie, was ich am Schluss erzählt habe, ist auch ein gutes Stichwort, denn unser Preis, den wir heute verlosen, ist auch aus der Sennheiser 900er-Serie. Aber bevor wir dazu kommen, gibt es jetzt noch zu Unterhaltungszwecken ein kleines, aber feines Interview-Schmankerl, was wir in London beim 20 Jahre Sennheiser Evolution-Event geführt haben. Und zwar mit Pete Mellendrone, der ist der Guitar-Tech von Brian May. Und zwar laut eigener Aussage seit 1994 und so lange, bis er gefeuert wird. Ja, wie du sehen wirst, Pete ist ein lustiger Typ. Dementsprechend viel Spaß bei dem Video und wir sehen uns gleich zur Verlosung. Man darf gespannt sein, was es zu gewinnen gibt. Ja, hi, Jan hier from Music Stuff and we're here at the Sennheiser Evolution Party in London with Pete, the guitar tech from Brian May, who's working with Evolution Wireless Systems for quite some years. So why did... More than about 15, 20 years. I don't know, 15-ish. And how did that came that you selected the Evolution wireless system? No, it was kind of by accident. but once I got into the once I started to really understand it, then it was kind of a bit of a no-brainer. Really, it's just like just works and it's worked since 2005 till now, so I just stick with it. And is it difficult, because we've heard from you before that like Brian is using very special stuff for creating his sound, and so he also uses like a little bit older wireless system. Is it easy to keep it all working? Well, it's not now, because good old Andy, who's standing right there, he sorted me out a load of old gear, and it's just been good, really. And I love Sennheiser. I'm a bit drunk, so I have to go now. Okay. Otherwise, I'll say something that'll make me stupid. But I love you. Yeah. Thank you very much. And I love you too. So, bye. Yeah, that was quick. Und hallo zurück. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß mit mir und Pete. Und er hat nicht zu viel Stuss erzählt, aber er war halt lustig drauf an dem Abend. Das kann man ja auch nicht, kann man ihm ja auch nicht verdenken. War ja schließlich auch eine Feier. Spaß hat hoffentlich auch, aber ich gehe mal davon aus, der Gewinner dieses Preises, den wir in diesem Beutelchen haben. Wie schon gesagt, ein Mikrofon aus Sennheisers 900er Serie, und zwar das Sennheiser E906. Wer Sennheiser bisher vor allem mit Gesangsmikrofonen in Verbindung bringt, das Mikrofon nehmen zwar manche Leute tatsächlich auch zum Gesang, deswegen steht hier auch Front drauf, damit man immer weiß, wo man reinsingen muss. Ja, aber Spaß beiseite. Seit es vor 15 Jahren rauskam, ist es vor allem ein Klassiker für die Gitarren-Amp-Abnahme. Wird aber auch gerne für Bläser und Schlagzeug eingesetzt, zum Beispiel für die Snare, weil es extrem hohe Schalldrücke aushält und eben auch einen sehr neutralen, also den akustischen Sound, gut umsetzt. Abgesehen davon ist besonders auf kleinen Bühnen praktisch, deswegen habe ich hier auch mal ein Kabel mitgebracht, dass man für dieses Mikro, das man hier nicht an den Stecker kriegt,
kein Stativ braucht, sondern viele Leute, das habt ihr bestimmt auch schon gesehen, wenn ihr öfter mal Equipment auf der Bühne beobachtet, das einfach so vom Amp runter vor die Box hängen lassen oder einfach an der Box runter, ist einfach praktisch, weil dann hat man niemanden, der unnötig gegen das Stativ mit dem Mikro dran stolpert, dann verschiebt sich das wieder, der Sound ist Mist. Das will man ja nicht. Abgesehen davon hat man damit eben auch einfach problemlos schnell einen guten Sound. Und wer dieses Mikrofon jetzt gewinnen möchte, muss einfach unter dieses Video, egal ob es jetzt auf YouTube, Facebook oder Instagram sich anguckt, einfach einen Kommentar, wie im Betreff zu dem Video angekündigt bzw. beschrieben, unter dieses Video posten und schon seid ihr sozusagen mit in der Lostrommel für dieses schöne Mikrofon. Ja, ansonsten bleibt mir noch zu sagen, ihr habt Zeit bis zum Sonntag, den 2. Dezember, da mitzumachen. Und das Coole an dieser 20 Jahre Sennheiser Aktion, wo wir 5 Mikros insgesamt verlosen, das hier ist Nummer 2, ist, alle Gewinnspiele laufen eben bis zum Sonntag. Ihr könnt also auch noch gestern, wo wir ein Sennheiser 865, also ein schickes Gesangsmikrofon verlost haben, könnt ihr auch noch bis zum Sonntag mitmachen. Also checkt auch mal die anderen Videos. Dann wünschen wir euch schon mal viel Spaß beim Gewinnspiel und hoffen, ihr hattet viel Spaß und wir sehen uns morgen beim nächsten Video mit dem nächsten Mikrofon von Sennheiser. Bis dann, tschüss!